Das ist ja der absolute Oberhammer. Ist die Handbremse noch drin? Das ist unsere Maschine. Moin Leute, Trekkertour Tag 5 ist schon angebrochen. Ich kann nicht glauben, wie schnell die Zeit vergeht. Gestern, das war ja wirklich noch eine sehr, sehr langwierige Aktion, das Ding irgendwie hier nach Rheinland-Pfalz zu bekommen. Über viele Umwege und so. Aber haben wir alles geschafft. Jetzt ist der nächste Tag angebrochen und heute wird es, glaube ich, richtig cool. Denn ich werde auf ein Weingut fahren. Aber natürlich nicht mit dem Xerion, der ist viel zu groß dafür. Ist auch viel zu groß für die Straßen, wie ich ja gestern festgestellt habe. Deswegen fahren wir jetzt erstmal zu einem Klaas-Standort hier in Rheinland-Pfalz. Dann tauschen wir den Traktor und dann geht's weiter zum Weingut. Ich glaube, das wird mega. Wenn es euch gefällt, geht wie immer, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ich steige jetzt ein und dann geht's los. Und da sind wir auch schon am Klaas-Standort hier in Saulheim. Und da vorne wartet schon der Christopher Kehrt. Hallo Ansgar, herzlich willkommen in Saulheim. Danke dir. Gute Fahrt gehabt, ja? Ja, so einigermaßen. Es war wie gestern, es standen wieder einige Autos im Weg rum, ne? Und da muss man wieder zurückfahren und dann irgendwie ums Dorf rum und dann über irgendwelche Schleichwege und so. Aber irgendwie habe ich es ja geschafft. Und jetzt bin ich an eurem niegelnagelneuen Standort und du hast mir gesagt, ihr habt ein Nexos für mich, mit dem ich heute in den Weinberg fahren kann. Genau, quasi vom größten zum kleinsten Trecker. Ja. Genau. Wir haben einen hier, es ist nicht das aktuellste Modell, es kommt ja jetzt jüngstens ein neues Modell in den nächsten 1-2 Monate. Der ist aber noch taufrisch und mit dem kannst du losstarten. Ja. Das ist sehr cool. Jetzt ist er nicht angemeldet, deswegen fahrt ihr den jetzt gleich, hatten wir vorher schon besprochen, dann in den Weinberg. Ne? Aber okay, bevor ihr das macht, bräuchte ich noch so eine kleine Einweisung, weil ich das Ding noch nie gefahren bin. Ich meine, Xerion zu fahren ist ja easy, aber ich glaube, das ist noch mal ein bisschen anders. Ne? Ja, wirst du auch hinkriegen, aber wir gucken drüber und dann geht das los. Ja. Da ist er also. Das ist also der Nexos. Der Nexos. 240 VE, genau. Das ist wirklich eine ganz andere Klasse, so vom Raumangebot her. Ja, das ist schon was anderes. Aber muss ja auch zwischen die Reben passen, von daher ist das natürlich schon sinnvoll. Genau, spezielle Kultur, spezielle Maschinen. Ja. Darf ich mich direkt reinsetzen? Natürlich. Alles noch neu hier. Ist der schon mal irgendwie im Einsatz gewesen? Ja, ein bisschen. Der noch nicht, nein. Ach so, nicht? Nein. Der ist... Okay. Niegelnagelneu. Also, Lenkradverstellung gibt es hier auch, wie beim Xerion. Mhm. Nur alles halt ein bisschen anders angeordnet und kleiner. Höhe kannst du auch verstellen. Die Maschine ist nicht stufenlos. Das ist ein Schaltgetriebe. Also nicht wie beim Xerion einfach drauflatschen und geht los. Gell? Vorwärts-Rückwärtshebel. Ja. Für die Fahrtrichtung, Kupplungspedal, Bremse wie beim Pkw auch. Kennst du. Hier haben wir die Hydrauliksteuergeräte, EHR, Zapfwelle. Also von der Technik her hat die Maschine alles, wie auch der Xerion hat im Prinzip. Er hat sogar noch eins mehr als der Xerion. Der hat eine gefederte Vorderachse. Gut, dann würde ich sagen, starte ich einmal kurz, fahre mal ein paar Meter. Dann übergebe ich dir den Xerion-Schlüssel. Jawohl. Und dann versuche ich mich mal kurz daran zu gewöhnen, dass ich gleich bei Jonas nicht so eine ganz schlechte Figur mache. Und ihr habt dem Jonas sogar auch noch einen Schlepper gegeben, ne? Der hat auch noch einen Traktor von uns, ja. Ein Helios hat der von uns. Genau, also genau. Klaas Rheinland-Pfalz hat sich nicht lumpen lassen. Nein. Extra hier für die Trägertour dick genau. Aufgetragen. Genau. Sehr schön, finde ich sehr cool. Vielen Dank an der Stelle. Ja, und dann würde ich sagen, das Ding läuft. Gut. Machst du einmal den zweiten ran zu dir und nach hinten. Ja. So. Ja. Ja. Ja, war schon drin. So. Jetzt halt Vorwärtsgang rein. So, ja. Wenn du jetzt Kupplung kommen lässt, geht's los. Ja. Ich glaube, ist die Handbremse noch drin? Ja, hier, die ist hier. Ah, alles ist so ganz klein angeordnet, sodass es auf möglichst engem Raum irgendwie Platz findet. Ja. Es geht los. Ja, das fährt sich doch gut. Ich glaube, das wird Spaß machen heute. Dann würde ich sagen,
Lassen wir die Jungs von Klaas einmal aufladen auf den Tieflader und dann geht es gleich los zum Weinberg. Nehmen wir einmal Gang raus, machen Handbremse wieder rein. So, zack. Und dann können wir, glaube ich, den Motor ausschalten. Perfekt. Super. Gut, dann überlasse ich euch das Feld. Muss ich erstmal mit dir rauskommen. Du kannst das Lenkrad wenn du drauf drückst, nach unten. Ja. Und dann kannst du hochkippen. Ist perfekt. Halt ein bisschen was anderes wie im Xerion, gell? Ja, ja, also man muss sich erstmal dran gewöhnen, dass das alles so ganz eng angeordnet ist. Aber gut, wie soll man es auch sonst machen, wenn das so schmal sein muss? Genau. Gut, dann macht ihr das alles, dann fahren wir einmal schnell rüber und dann würde ich sagen, geht's gleich in den Weinberg. Ich freue mich drauf. So machen wir. Danke euch, bis gleich. So, wir sind angekommen in Sprendlingen. Die Jungs von Klaas haben hier gerade schon das Anbaugerät dran gemacht. Kennzeichen hat er jetzt natürlich auch. Und hier irgendwo muss jetzt der Jonas mit seinem Weingut sein. Ist noch ein bisschen ungewohnt hier, den Nexus zu fahren. Aber ich glaube, hier vorne ist das. Da, ja genau, da vorne steht schon der Elios, den er bekommen hat. Dann muss es hier... Ah ja, da vorne, da wartet er schon. Herrlich. So, fahren wir einmal schnell in dem zweiten Gang. Können wir jetzt hier, ich glaube, Gas geben, lohnt sich auch gar nicht groß. So. Armer Gang raus. So. Handbremse rein. So. Und Attacke. Moin, Jonas. Hallo, Ansgar. Grüß dich. Das ist doch alles etwas enger als im Xerion. Liebling, aber ich habe den Xerion geschrumpft. Bitte? Liebling, ich habe den Xerion geschrumpft. Sagt mir das hier so? Bisschen. Ja, aber er sieht aus, als wäre er heiß eingelaufen. Ja, genau. Aber ihr kennt das ja hier nicht anders. Ne? Also solche Schmalspurschlepper heißen die, glaube ich. Genau. Ne? Weil man muss ja irgendwie zwischen den Reben durchkommen. Und da haben wir uns überlegt, wie man das am besten machen kann und sind relativ schnell zum Entschluss gekommen, mit dem Xerion geht das nicht so gut. Deswegen hat mich Klaas hier mit dem Nexus ausgestattet. Herzlichen Dank dafür nochmal. Macht auch ein bisschen Spaß, das zu fahren. Und es wird nicht nur gefahren, sondern es wird sogar eingesetzt. Anbaugerät ist schon dran. Was machen wir damit heute? Du hast ein Grubber dran und es ist eigentlich dasselbe wie bei jedem Landwirt. Was macht ein Grubber? Du gehst mit den Zinken in die Erde und durchwühlst sie einmal. Also du kennst das ja aus dem Landwirtschaftssimulator. Du warst auch schon bei verschiedenen Grubberherstellern und durftest da fahren, das weiß ich. Und genau das wirst du heute im Weinberg machen, nur in kleinerem Maßstab. Und du wirst den Grubber zur Begrünungswalzung einsetzen. Das ist das, was du heute machen wirst bei mir. Und danach gibt es natürlich auch noch so eine kleine Führung, weil ich möchte natürlich auch mal sehen, wie funktioniert eigentlich so ein Weingut? Also was muss man da alles machen? Das ist ja was ganz anderes als das, was ich in den letzten Tagen gesehen habe. Deswegen freue ich mich da drauf. Dann würde ich sagen, steige ich jetzt direkt ein und du sagst mir nochmal schnell, wo wir hinfahren. Und dann zu zweit können wir leider nicht fahren. Nee, ich habe von Klaas ein Klaas Elios bekommen. Genau, habe ich gerade schon gesagt. Der vorne, steht deswegen schon da vorne, genau. Gut. Da kannst du mir hinterher fahren. Gut, ich steige ein, wir sehen uns da. Genau. Perfekt. Leute, das ist ja was ganz anderes hier mit dem Ding zu fahren als mit dem Xerion. Aber es macht Spaß, muss ich sagen. Es macht wirklich großen Spaß und so langsam komme ich ja auch mit der Schaltung klar. Das ist halt alles ganz anders, weil das muss auf so engem Raum hier. Also ich glaube, jeder Millimeter hier in dem Nexus musste genau überlegt werden. Aber finde ich cool, macht Spaß. Was ist nun? Ansgar, ich habe noch eine Überraschung für dich. Also lass ich den kurz stehen hier. Okay. Hoppala. gut, dann würde ich sagen, machen wir einmal schnell aus. Bin ich hast gespannt. Überraschung, was die Überraschung im Traktor liegen lassen. Ich habe keine Ahnung, was Jonas da vorbereitet hat, aber ich bin sehr gespannt. War auf jeden Fall ein wilder Ritt jetzt gerade mit dem Nexus hier. Aber ist mal was anderes und was komplett anderes als der Xerion. So. Was ist die große Überraschung? Da musst du jetzt mal mit mir mitkommen, in die allerletzte Reihe. Ja. Und zwar
wollte ich, dass ein Stück von dir auch hier bleibt, dass du vielleicht mal wiederkommst. Und eigentlich, also die Idee war, was kann man vom Weingut mitnehmen? Klar, eine Flasche Wein. Ja. Aber ich wollte dir auch eine Rebe schenken. Eine Rebe? Eine Rebe. Aber du kannst die ja schlecht mit nach Hause nehmen, weil in der Stadt fühlt die sich sehr wahrscheinlich nicht sehr wohl. Vor allen Dingen in meiner Wohnung. Genau. Die Pflanze ist manchmal ein bisschen schwierig. Was hast du dir ausgedacht? Also ich wusste tatsächlich von nichts, aber ich finde das eine tolle Idee, was jetzt, also ich ahne schon, in welche Richtung das geht. Genau, also hier habe ich dir ein Schild gemacht. Ach, das ist ja der absolute Oberhammer. Also ich habe mit vielem gerechnet, aber jetzt nicht damit, dass ich eine eigene Rebe bekomme. Noch bevor ich gearbeitet habe. Genau. Ja, das war eigentlich anders gedacht, aber von der Zeit her und weil Regen aufzieht, habe ich gedacht, ziehen wir das jetzt ein Stück nach vorne. Und zwar, dieser Weinberg hier ist für mich auch ein ganz besonderer. Und zwar ist das der erste Weinberg, den ich offiziell als Betriebsleiter gesetzt habe. Ach. Und er ist, das ist ein ganz alter Riesling-Klon, also der ist erst vor einigen Jahren wiederentdeckt worden. Der ist verschollen gewesen. Und aus den Gründen habe ich den gesetzt, weil der was Besonderes werden soll irgendwann mal. Und ich habe gedacht, eine Rebe schenke ich dir. Dann sage ich schon mal vielen, vielen Dank. Und dass man sie auch gut wiederfindet, darfst du dir hier in der ersten Reihe eine aussuchen. Ich darf mir jetzt eine aussuchen. Worauf muss man denn achten? Ich habe ja keine Ahnung. Was zeichnet eine gute Rebe aus? Eine gute Rebe. Also dieser Weinberg ist ja noch relativ jung. Wichtig ist, dass das hier eigentlich hier drauf? Das sind sogenannte Blattgallmilben. Die sitzen hier unten drin. Ja. In diesen, da haben die sich eingesponnen. Die sind aber nicht schlimm. Die können die machen halt nur diese Pocken. Ja. Die wohnen da halt. Ach so, okay. Genau. Ja, worauf muss man achten? Was ist jetzt eine gute Rebe? Wichtig ist ein gerader Wuchs. Das ist auch der Fall hier. Genau. Ich habe darauf geachtet, dass die schön gerade wachsen. Dann, dass der Stamm, also dass der Stock so gesund aussieht, also dass du sagst, das ist ein schönes Grün, das gefällt mir. Dass die Triebe eine anständige Dicke haben, also so wie der hier, der sieht schon sehr gut aus. Also sagst du, das ist hier im Prinzip schon ein ziemlich guter Stock, ja. Ja, dann lass uns doch direkt diesen Stock nehmen. Genau. Und ich weiß noch nicht genau, wie man es am besten macht. Deshalb habe ich gesagt, wir binden den jetzt einfach mal hier fest. Ja. Und jetzt darfst du es an der Rebe festbinden. Okay. Eine große Ehre. Ja, dann mache ich das mal hier dran. Das ist gar nicht so einfach. Okay. Dann stehe jetzt dran, diese Rebe gehört Ansgar Blaut. Finde ich klasse. Vielen, vielen Dank. Ich werde irgendwann mal hier vorbeifahren und mal nachgucken, ob sie noch steht und wie es ihr geht. Du hast 24/7 Besuchsrecht. Sehr cool. Und hier sieht man ja auch schon, in welchem Zustand jetzt die... Genau. Das sind ja die Trauben später, das sind, oder? Das sind die späteren Trauben. Wir sind jetzt leider noch eine Woche zu früh. Nächste Woche würden die blühen. Momentan sprechen wir nur von Gescheinen. Gescheinen? Und, okay. Genau, das nennt man so in der Fachsprache. Und nachdem sie verblüht sind, dann kann man wirklich sagen, was am Ende am Ertrag rauskommt. Ich kenne das ja alles nur aus dem Landwirtschaftssimulator und da ist das so, nur so ganz rudimentär ja alles dargestellt. Ne? Es aber ist ja auch ist zum ersten Mal drin, da sei es Ihnen verziehen. Sie können, genau, Giants kann ja noch sehr viel nacharbeiten. Ja, Jonas, dann sage ich vielen Dank und dann freue ich mich jetzt auf die Arbeit zwischen den Reben. Genau. So, Jonas, da steht er. Was machen wir jetzt? Ja, Ansgar, in die Reihe bist du ja schon mal einwandfrei reingefahren. Ja, gelotst durch dich. Wir haben heute Morgen ja diesen Grubber mitgenommen. Und genau. Ich denke mal, den setzen wir jetzt auch ein. Genau, was macht der Grubber? Frage an dich. Ich nehme an, genau solche Sachen hier raus aus dem Boden, beziehungsweise wachsen die danach nicht mehr weiter. Genau, also du siehst ja hier jetzt, die Erde ist relativ rissig, weil ja. Es bei uns sehr trocken ist. Das heißt, oben alle Poren sind verschlossen und der Grubber geht praktisch so in die Erde rein und gräbt das einmal um, sodass wir oben wieder lockere Erde haben. Dadurch wird auch ein bisschen Stickstoff mineralisiert, der gut für das Wachstum der Reben ist. Ich dachte, es geht vor allen Dingen darum, das Unkraut da zu entfernen, aber das ist jetzt gar nicht... Das ist ein positiver Nebeneffekt. Ach so, okay, aber das ist gar nicht Hauptaufgabe von der ganzen Geschichte. Je nachdem, wann der Grubber bei uns im Weinberg eingesetzt wird, ist das ein oder andere das Ziel. Jetzt ist erstmal das Ziel, den Boden ein bisschen, sag ich mal, zu reaktivieren.
Okay, und jetzt sehe ich hier hinter der Rebe, also nennt man das Reihe hier? Oder genau, das ist eine Reihe. Das, okay. Das, wo die Reben drinstehen, ist eine Zeile und wo wir uns befinden, ist eine Reihe. Also ich muss ja sagen, dass ich glaube, am meisten gelernt habe ich dieses Jargon heute. Eben als du mir das Schild da gegeben hast und die Rebe geschenkt hast, da dachte ich mir schon, man muss ja so unglaublich viele Begriffe da lernen, um überhaupt erstmal in das Business einzusteigen und als Experte einigermaßen anerkannt zu werden. Das ist ja alles anders als im Ackerbau oder in anderen Bereichen. Aber gut, was ich sagen wollte ist, das ist ja jetzt hier relativ, hier ist ja nicht viel, ne? Also genau, wir haben das ja ist eine offene Reihe, also genau. Weil die offen gehalten wird vom Boden her. Und was du meinst, sind jetzt da drüben genau. Beispielsweise die geschlossenen Reihen. Warum ist das jetzt geschlossen, wie du es sagst? Also warum die begrünten so Reihen dienen einfach dazu, zum einen der Rebe Konkurrenz zu geben. Die ganzen Pflanzen, die du da siehst, die brauchen ja auch Wasser und Nährstoffe. Dadurch zwinge ich die Rebe praktisch tiefer zu wurzeln. Mhm. Zum anderen kann ich, wenn es jetzt etwas geregnet hätte, kann ich auf dem Begrünten viel besser fahren. Im Nassen, dann sinkt dir der Traktor ein und dann mache ich mir auch den Boden kaputt. Dadurch, dass da eine Begrünung wächst, ist das, sage ich mal, dicht. Und was du jetzt vielleicht an meiner Begrünung gesehen hast, ist... Genau, ich wollte es gerade sagen, da ist einfach, also auf dem Nachbaracker oder auf dem Nachbar... Weinberg ist eigentlich nur Rasen oder Wiese zwischen den Reben und da auch komplett. Und du hast ja hier alles, also das ist ja irgendwie alles, was die Natur so hergibt, ne? Genau, es ist ja ein riesiger Lebensraum. Und da ist jetzt gerade ein Insekt vorbeigeflogen und um den Insekten, die hier wohnen, Nahrung zu geben oder auch ein Zuhause, habe ich mir als so Nachhaltigkeitsvorsatz gesagt, um das Leben im Weinberg zu fördern, will ich mit Begrünungen arbeiten. Die werden auch nicht abgemulcht oder gemäht, wie jetzt der Nachbar das macht, sondern die werden jetzt nur plattgewalzt. Dadurch werden die Halme umgeknickt. Ein Teil bricht ab, der wird dann so strohig und wird als Matte irgendwann dann da. Und darunter kann das Wasser besser gehalten werden. Also wenn du jetzt mal darüber gehst und da drunter fasst, dann merkst du, da ist etwas kühler und etwas feuchter als oben auf dem Boden. Ja, ja. Genau, das kommt einfach dadurch, dass wir hier so eine Art Auflagenstrohmatte haben. Mhm. Und das Umknicken der Halme, hier sieht man es jetzt leicht, die werden schon gelb. Die reifen aus und die Samen fallen dann einfach nach unten und dadurch wächst das nächstes Jahr von neuem. Okay, das heißt, du musst auch nicht jedes Jahr dann sozusagen nachsäen, sondern genau. So. Damit habe ich einen natürlichen Kreislauf und fördere praktisch das Ökosystem Weinberg. Also verstehe ich das richtig? Es geht erstens darum, den Weinberg irgendwie so einigermaßen befahrbar zu machen, zweitens darum, dass die Insekten drin bleiben und drittens darum, das Wasser irgendwie so ein bisschen im genau. Weinberg zu speichern. Das sind die Hauptgründe und es gibt Pflanzen, sogenannte Leguminosen, die hier auch dazwischen sind und die können Luftstickstoff speichern. Also an den Wurzeln sind Mikrobakterien und die können dann den Stickstoff aufnehmen und verarbeiten. Das ist so eine Symbiose. Und dadurch brauche ich keine Düngung mehr. Ach so, okay. Also du düngst hier gar nicht? Nein. Wenn ich düngen muss, dann würde ich jetzt Kompost fahren oder Mist. Mhm. Das wäre dann so mein Mittel der Wahl. Oder halt, das versuche ich jetzt hier, ist es ein junger Weinberg. So will ich irgendwann alle meine Weinberge haben, dass ich das über die Begrünung managen kann. Na siehste, habe ich die Basics hier schon mal gelernt. Genau. So, und außerhalb dieser Reihe arbeiten wir jetzt auf der nächsten Reihe und lockern da den Boden mit dem Grubber hier auf, den die Klaas-Jungs heute Morgen angehängt haben. Genau. Okay, gut, dann würde ich sagen, steige ich jetzt mal... Ich darf das machen, ne? Du darfst das machen. Okay, dann würde ich sagen, steige ich jetzt mal ein und dann musst du mir gleich mal erklären, worauf ich jetzt hier achten muss. Das Wichtigste ist, dass du in der Reihe bleibst und mir nicht die Reben und die Drahtrahmenanlage kaputt fährst. Okay, also wenn das die einzige Aufgabe ist, das sollte ich wohl schaffen. Ist das schwierig, gerade zu fahren? Eigentlich nicht. Da du ja noch keinen Wein getrunken hattest, solltest du das schaffen. Sitzt du manchmal schon mit ordentlich Wein im Blut? Nee. Auf dem Schlepper? Nee. Immer nüchtern. Bei mir gilt kein Alkohol während der Arbeitszeit. So sollte es auch sein. So, gut, dann machen wir gerade hier die Fenster auf. Sonst verstehe ich nämlich jetzt gleich nichts mehr. Und dann würde ich sagen, starten wir den Hobel wieder. Genau, einmal den Traktor starten. So. Mit welcher Geschwindigkeit? Mit welcher Geschwindigkeit fahre ich hier durch die Reihe? Du kannst mit 4,5 Kilometer fahren. Okay, also erster Gang. Da musst du jetzt gucken, das kann ich bei dem Traktor, den ich noch nie gefahren bin, leider noch nicht so sagen.
Okay. Das gucken wir jetzt alles gleich. Ja, gut. Dann erstmal fahren, bis der Gruber komplett in der Reihe ist. Ich gebe dir Zeichen. Das passt so, okay. Dann gibt es meine ersten Meter hier. Das geht erstaunlich einfach. Hätte ich mir komplizierter vorgestellt. Aber das funktioniert. Ich fahre mit 4 km/h hier durch die Reihen. Das ist doch eine gute Nummer. Gucken, was Jonas dazu sagt. Ich meine, die Reihen sind hier auch breit genug für die ganze Aktion, muss man dazu sagen, aber... So, Jonas, die erste Reihe ist geschafft. Wie habe ich mich angestellt? Gut, also wirklich einwandfrei. Habe ich alles stehen lassen, was stehen bleiben sollte? Es steht alles, der Boden ist wunderbar locker. Okay, so soll das sein. Dann würde ich vorschlagen, mache ich dir jetzt noch ein paar Reihen fertig. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Alles klar. Jetzt habe ich Spaß dran gefunden. So Jonas, ein paar Reihen habe ich jetzt mal fertig gemacht. Ist das immer noch akzeptabel oder sagst du, noch kein Meister? Ansgar, ich könnte dir stundenlang dabei zugucken, wie du meine Arbeit machst. Ich komme gerne nochmal vorbei. Dann würde ich sagen, lassen wir das hier so, wie es jetzt hier ist. Jetzt interessiert mich noch, wie wird Wein eigentlich produziert? Das würde ich mir gerne nochmal anschauen. Und du hast ja am Anfang schon gesagt, es gibt noch eine kleine Führung. Ich würde deswegen vorschlagen, wir fahren einmal nochmal schnell hier zurück. Und dann gucken wir uns mal an, wie aus den Trauben hier, aus den Reben, Wein produziert wird. Dann fahren wir in meinen Betrieb. So, Jonas, da sind wir wieder. Da sind wir, jawohl. Dann würde ich sagen, zeigst du mir jetzt mal, wie Wein entsteht. Ich sehe hier schon einige Maschinen und Geräte. Das ist ja hier ja, so eine etwas größere Garage, weil das ist ja noch ein relativ junges Weingut, würde ich jetzt mal sagen. Ne? Genau. Mich gibt es seit 2019. Ich habe das alles hier von meinem Großvater gepachtet, das ganze Weingut, also Anwesen und Maschinen und Feldflächen. Und das war früher, hat das gereicht für ein komplettes Weingut. Heute ist es sehr klein. Aber ich sage immer, Steve Jobs, Bill Gates, die haben auch alle in der Garage angefangen und heute sind es die reichsten Menschen der Welt. Ich bin auf einem guten Weg. Und Jonas hat mir gerade außerhalb der Kamera noch erzählt, er will nichts geschenkt haben. Ne? Finde ich auch irgendwie eine ehrenwerte Einstellung. Finde ich gut. Also wie alt ist das jetzt, hattest du gesagt? 2019 habe ich angefangen, da habe ich meinen Bachelorabschluss gemacht und Juli 2019 habe ich dann offiziell den Betrieb übernommen und bin seitdem praktisch Betriebsleiter. So, und jetzt musst du mir mal erklären, was das hier für Geräte sind. Also welche Arbeitsschritte sind nötig, damit aus den Reben dann der Wein wird? Genau, du musst dir das so vorstellen, das ist meine Kelter, das ist eine Traubenpresse. Da kannst du dann auch mal hier hochklettern. Kelte oder Kelter? Kelter mit R okay. Hinten. Du siehst hier eine Plane und das musst du dir vorstellen wie ein Luftballon. Da wird mit Druck Luft reingepresst und die Trauben, die dann da drin liegen, die werden dann gegen diese Edelstahlwand gepresst. Da sind Löcher drin. Dann kann der Saft ausfließen. Das ist ein relativ einfaches Prinzip, ist aber sehr schonend. Ja. Der Saft fließt nach da unten in diese Edelstahlwanne, wird da aufgefangen und von da aus nach hinten in meinen Arbeitskeller gepumpt. Das ist dann der Traubensaft, den man so auch schon trinken könnte? Den kannst du so trinken, ist halt trüb. Ja, okay. Also es wäre dann naturtrüber Traubensaft. Mhm. Und hier in meinem Arbeitskeller, das ist im Herbst mein Hauptaufgabenbereich, da werden dann aus Mosten werden Weine.
Das heißt, ich gebe Hefe zu, die Hefe vergärt dann den Zucker zu Alkohol und so wird aus Saft Wein. Und wie ist der Zwischenschritt da? Du hattest ja gerade gesagt, das wäre jetzt trüb, der Saft, ne? Genau. Da müsste es ja noch irgendeinen Zwischenschritt dann geben. Ja, es gibt, also zum einen nach der Gärung setzen sich die Trubstoffe unten ab, das braucht Zeit. Und bevor es auf die Flasche geht, wird der Wein nochmal filtriert, dass er wirklich blank ist, dass da keine Keime drin sind, die dann irgendwas Unerwünschtes machen können. Okay, machst du es auch hier? Genau, da habe ich einen Lohnunternehmer, der bringt mir einen Filter, weil so ein Filter kostet sehr viel Geld. Okay. Und ich habe hier keinen und den leihe ich mir dann immer und filtriere meine Weine dann durch. Okay, und dann wird das in diesen großen Tanks langsam zu Wein. So, und wie lange lässt du die dann da drin? Also die sind jetzt im Oktober gelesen worden, die Weine, und sind seitdem, also gut, die wurden ein paar Mal umgelagert, durchs Filtrieren wurden sie dann an den Tank gepumpt und seitdem liegen sie jetzt hier. Normalerweise fülle ich so vor Mai ab, also meistens im April. Das hat jetzt dieses Jahr leider nicht geklappt. Jetzt habe ich draußen im Weinberg so viel Arbeit, dass ich auch nicht dazu komme, was zu füllen. Bei mir wird es jetzt Ende Juni, Juli, bis ich jetzt die Weine fülle, die noch zu füllen sind. Und danach muss das jetzt vermutlich noch abgefüllt werden und das lasst ihr dann, nehme ich mal an, also auch wieder von dem Lohnunternehmer dann irgendwie machen. Genau, ja. Okay, und dann kann man sich das auch schon kaufen. Genau. Man kann sich das online kaufen, in deinem Shop, aber auch hier in den Supermärkten vor Ort, in einigen, ne, und in einigen Läden vermutlich auch irgendwie, ne. Checkt das gerne mal aus, der Link dazu ist in der Videobeschreibung. Wenn ihr erwachsen seid und hin und wieder mal ganz gern Wein trinkt, dann schaut gerne mal beim Jonas vorbei, kauft ihm den Laden leer. Ich glaube, das ist eine coole Sache und vor allen Dingen ist das ja noch ein Weingut im Aufbau hier so ein bisschen, ne. Und wenn ihr es cool findet, dann supportet das gerne, würde mich freuen. So, dann möchte ich jetzt einmal noch die Flaschen sehen. Dann möchte ich mir mal anschauen, wie so ein Wein jetzt am Ende dann aussieht. Ich meine, ich kenne natürlich aus dem Supermarkt, aber wie dein Wein aussieht, das weiß ich noch nicht. Das ist er also, der edle Tropfen hier. Ja, ich stelle es jetzt hier einfach mal dazu. ist das so eine spezielle Reihenfolge, die du hier hast? Genau, ich habe sie jetzt in die Reihenfolge gestellt, wie ich sie gedacht habe. So würdest du sie auch bei mir in der Weinprobe probieren. Wieso? Also, was hat es damit jetzt auf sich? Das hier ist der trockenste aller Weine und der da hinten ist der süßeste. Und wenn du den süßesten zuerst probieren würdest, dann wäre deine Zunge vom Süßen her schon so belegt, dass du die trockenen weniger gut schmecken würdest. Ach so, okay. Siehst du, das ist auch wieder so eine Besonderheit der Weinbranche, war mir auch so noch nicht bekannt. Aber Jonas, ich danke dir, dass du mich heute mal einen Tag mitgenommen hast, dass du mich ein paar Arbeiten hast verrichten lassen mit dem Nexos und mir einfach mal so ein bisschen erklärt hast, was so hinter so einem Weingut steckt, was man da so alles beachten muss und vor allen Dingen, wie das alles funktioniert. Wenn ihr sagt, so ein Wein kann ich euch auch ganz gut gebrauchen, dann, wie gesagt, schaut gerne mal in der Videobeschreibung vorbei, wenn ihr erwachsen seid und dann könnt ihr das ja einfach mal ausprobieren. Ich finde das eine coole Nummer, dass du das hier so aufziehst und auch relativ bodenständig bei der ganzen Sache bist. Ich werde sicherlich irgendwann mal einen deiner Weine probieren nach der Trägertour. Jonas, ich danke dir. Ich mache mich wieder auf den Weg. Ich habe heute noch einen anderen Termin. Ich glaube, in Lampertheim heißt das. Kann das sein? Ja, irgendwie so. Da muss ich jetzt gleich nochmal hin. Deswegen schwinge ich mich jetzt wieder ans Steuer vom Xerion, vom Nexos. Also wieder, das wird eine kleine Umgewöhnung an den Xerion. Und dann würde ich sagen, geht's gleich weiter. Tschüssikowski, Jonas, mach's gut. Ich bin weg. Glaube ich, so ein bisschen offizielles Jondiergebiet. Also ich habe eben 5-6 Trecker gesehen auf meiner Fahrt, aber alles Jondier. Naja, aber dann sehen die Landwirte ja auch mal einen richtigen Faktor. Ich glaube, für den Satz kassiere ich in den Kommentaren. Aber mache ich gerne. Moin Hendrik! Ich habe gerade eine kleine Eskorte bekommen, weil ich mich etwas verfahren habe. Moin! Danke für die kleine Eskorte hier gerade. Grüße Jansker, hi! Ich war noch hinten auf dem falschen Gelände eben, aber du hast mich ein bisschen mitgenommen. Wo sind wir hier? Ja, wir sind in Mannheim auf den DLG Feldtagen auf einem Süßzuckerbetrieb. Wir sind jetzt schon seit
ja, knapp einem Jahr hier und bauen auf. Genau. Und bei meiner Trekkertour habt ihr gesagt, Ansgar, komm vorbei mit dem Xerion. Hier bin ich. Wo kann ich helfen? Also ich würde ja mal sagen, wir fahren mal ins Feld. Zuckerrüben hacken, wir müssen noch Rasen mähen und da kannst du uns bestimmt unterstützen. Das sind doch meine Spezialitäten, dafür habe ich ihn noch mitgebracht. Dann komm mal mit, dann fahren wir schnell rüber und dann würde ich sagen, gucken wir mal, was wir vor dem Sonnenuntergang noch so schaffen. Vermutlich nicht viel. Ja, dann steigen wir erstmal ab, das schauen wir uns an. Motor aus? Motor aus erstmal, genau. So, jetzt sind wir an dem Zuckerrübenfeld angekommen. So, das ist unsere Maschine. Dafür habe ich den Xerion mitgebracht. Ja, das ist ja ein großes Highlight. Na gut, aber auch das mache ich gerne. Was muss ich hier machen? Wie funktioniert das hier? Also das sind Zuckerrüben. Ja. Und es geht einfach darum, wir wollen die Beikräuter mechanisch entfernen, also mit einer Hacke. Und gut, habe ich natürlich vorher nicht gesagt, also dass wir das mit dem Xerion natürlich nicht machen können. Ja, aber bei diesen Schauparzellen hier geht es ja auch gar nicht anders. Ja? Genau. Also wir haben auch nicht viel Zeit zu quatschen. Ja, also gut, dann muss, ne? Noch ein bisschen weitermachen, aber ich gehe schon mal zu Christiane, die bringt uns dann noch ein bisschen Arbeit. Okay. Ansgar, Hendrik schickt mich. Hier kannst du noch ein bisschen Rasen mähen. Du bist ja fertig jetzt mit der Arbeit. Die Sonne ist fast untergegangen. Ich dachte, ich kann hier nur gucken und jetzt muss ich noch weiterarbeiten. Wo muss ich denn Rasen mähen? Hier genau, auf dem Feld. Oh nee, das ist ja ewig lang. Na gut. Kriegst du hin. Ah, das ist ja... Mach ich das richtig? Ah! Ihr verarscht mich doch, oder? Beruhigend. Ah! Beim zweiten Anlauf. Kann nicht wahr sein. Gut, dann fahre ich das Ding jetzt mal über den Rasen hier. Ah, da geht's auch schon los. Da haben wir. Hier, guck mal. Jetzt muss der Mann hier noch Rasen mähen. Ja, läuft wohl ganz gut, ne? Aber das jetzt den ganzen Tag hier noch zu machen, beziehungsweise die ganze Nacht, weiß ich nicht. Sind ja doch noch einige Flächen. Alles klar, Schluss jetzt. Feierabend für heute. Hendrik hat da hinten noch einen Hänger zu holen. Okay, also Einsatz für den Xerion. Sehr gut. Wohin zeigst du mir gleich, da würde ich sagen, drehe ich einmal die Kabine, dann habe ich beste Sicht und dann ziehen wir das Ding wohin auch immer. Servus! Das hat ja gut geklappt. Ja, super. Herzlichen Dank für deine Arbeit, Ansgar. Hat ja alles super geklappt. Gut, dann machst du mir jetzt noch den Anhänger ab, dann starte ich morgen früh wieder durch. Den Xerion lasse ich euch hier stehen. Genau. Oder würde ich sagen, machen wir Feierabend für heute. Alles klar, machen wir. 23 Uhr, ich fasse es nicht. Ja, es ist spät geworden bei den Jungs und Mädels von den DLG-Feldtagen. Deswegen sind wir natürlich auch erst spät hier im Hotelzimmer angekommen. Trotzdem dachte ich mir, setze ich mich nochmal schnell an den Schnitt und nehme euch dabei mit. Denn vielleicht ist ja auch für den einen oder anderen von euch interessant, welches Setup wir so dabei haben. Und Medion hat mich ausgestattet mit diesem schicken Medion eRazer Beast X30 mit einer RTX 3070 Ti mit 32 GB RAM, glaube ich, und einem Intel Core i7-Prozessor. Und zu meiner Überraschung funktioniert das hier mit dem Schnitt
funktioniert echt gut. Das einzige Problem ist halt unsere Zeit. Also dadurch, dass wir in den letzten Tagen immer so spät im Hotel erst angekommen sind und dann musste hier noch was organisiert werden und da noch was gemacht werden und so, war das immer relativ kompliziert. Aber das Schneiden an sich funktioniert wirklich gut. Hätte ich nicht gedacht. Wir nehmen alles in 4K auf. Und wenn wir jetzt hier die Wiedergabe starten, man sieht's, die Drohnenaufnahmen herrlich, hat der Alex in der Kamera wirklich gut gemacht. Und hier kann ich das jetzt so ein bisschen editieren. Ich bin aktuell noch so ein bisschen dabei, das alles zu sortieren, bevor ich dann wirklich schneiden kann. Aber ich dachte mir, ich zeige euch das mal. Vielen, vielen Dank an Medion. Ich mache jetzt noch ein bisschen weiter. Euch entlasse ich an dieser Stelle allerdings. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielleicht habt ihr noch ein paar Ideen, was ich in den nächsten Tagen auf der Trägertour machen soll. Schreibt das gern unten in die Kommentare. Und ansonsten war es das für heute. Bis zum nächsten Mal. Bis morgen. Tschüss.